Moin moin Leute, ich bin Lenkopf's Brain oder einfach Niadek und begrüße gerade dich zu einer neuen Folge von Stone Story RPG. Im Dezember, tatsächlich einen Tag vor Heiligabend, Freunde. Willkommen im Pre-Heiligabend. Wir sind am 23. und spielen direkt hier weiter. Wir haben ja sogar beim letzten Mal auch schon hier eine wundervolle neue Sache entdecken können, wo ich mich gerade frage, wo die ist. Er hat nicht gespeichert. Cool. Das freut mich. Nicht. Aber eigentlich... Naja, doch, er hat gespeichert, aber nur so halb. Okay, Freunde, alles gut, alles im grünen Bereich. Ich hatte gerade selber kurz Angst. Er hat in dem Sinne gespeichert, dass wir das Kanu noch nicht hergestellt haben und noch nicht über den Fluss hinübergegangen sind. Was so viel bedeutet wie, wir wissen noch nicht, dass es eine Bronzetür gibt und dass wir in dieser Bronzetür eben noch einen Schlüssel benötigen, den wir wahrscheinlich irgendwo finden, wenn wir einen Ort entweder komplett durchspielen oder irgendwas anderes. Das heißt, wir überqueren jetzt nochmal einmal kurz den Totholzfluss. Episch, episch. Aber das sah man muss zugeben, das sah gestern so cool aus, das kann man sich ruhig zweimal angucken, das ist gar kein Problem. Alright, wir haben also tatsächlich in diesem RPG eigentlich schon ziemlich viel geschafft, meiner Meinung nach. Wir sind schon, oh mein Gott, seit wann muss man dagegen einen Kraken kämpfen? Nein, wir werden gleich noch in den Tod gezogen, ich sehe es kommen. Warum ist da ein Kraken? Ich habe Angst. War der da gestern auch schon? Habe ich da gestern zur Seite? I don't know. Aber der Kraken hat mir gerade echt sehr, sehr gut Angst bereitet. Das kann man sagen. Holy moly. That was... crazy. So, hier untersuchen wir natürlich das Bronzetor und sehen direkt, wir haben keinen Schlüssel, aber jetzt hier das Bronzetor. Hier rechts kann man so ein bisschen dran scrollen, wo man gerade hin will. Was können wir eigentlich auf dem Felsplateau noch machen? Da gibt's Steine. Naja gut, da gibt's Steine. Ja, man muss ja auch immer noch an die Ressource Steine denken, natürlich, das ist richtig. Ich habe jetzt übrigens den Ingame-Sound ein bisschen runtergeregelt. Ich hoffe tatsächlich, dass das jetzt einigermaßen geklappt hat. Aber so wie der Ingame-Sound jetzt gerade aussieht, müsste er leise genug sein. Wie gesagt, verzeiht mir, weil das Setup hier, was wir hier gerade haben zum Aufnehmen, ist so ein bisschen sehr improvisiert, wie euch eventuell auch schon aufgefallen ist. Aber trotzdem finde ich, dass wir daraus das Beste gemacht haben. Wie schön sehen die Sterne denn da oben aus? Ja, irre. Damn. Nun gut, wir gehen hier erstmal weg. Genauso betont man Worte, Yannick. Und gucken mal, ob wir die Totholzschlucht weiter durchkriegen, weil ich muss persönlich zugeben, ich glaube immer noch eher, dass wir die Totholzschlucht kaputt kriegen, als dass wir in der Höhle viel weiterkommen, weil irgendwie glaube ich, in der Totholzschlucht sind die Gegner nicht ganz so krass und die kann man eher umkloppen, weil die Fledermäuse sind schon ganz schön krank, die einen da angreifen. Ich meine, hier war dieser komische Hauer, der hat uns auch fast umgebracht. Aber ich glaube, da kann man am ehesten noch irgendwie damit klarkommen und den irgendwie plätten. Und wir müssen ja sowieso, jedes Ding müssen wir hier irgendwie weiterkriegen. Okay, das werden wir in unserem ganzen gesamten Leben niemals schaffen. Das sind drei von diesen Dingern. Guckt euch mal an, wie viel Leben die haben. Ja, ich bin jetzt gleich tot. Ja, ich bin tot. Okay, die haben uns innerhalb von Sekunden umgehauen. Well, that's a problem. That's a big bummer. Da müssen wir vielleicht tatsächlich nochmal gucken, ob wir die Höhlen der Angst nochmal irgendwie durchkriegen. In der Höhle der Angst macht's eigentlich am meisten Sinn, wenn wir die ganze Zeit schnell angreifen und dann... Wir versuchen das mal so rum. Schwert die ganze Zeit in einer Hand und das andere die ganze Zeit in der anderen Hand. Er offenbart die Natur der Dinge. Aber was heißt denn, er offenbart die Natur der Dinge? Was kann ich damit machen? Er offenbart die Natur der Dinge. So, kannst du noch ein bisschen kryptischer mit mir reden, bitte? Ich verstehe ja sonst schon zu wenig. So, hier können wir jetzt tatsächlich eigentlich nur zugucken, weil wir noch nicht mal irgendeine Taste drücken können. Da kann unser Herz jetzt die ganze Zeit schön angreifen. Okay, das ist definitiv nicht die richtige Wahl der Items, möchte ich einfach mal so in den Raum werfen. Bin ich mir ziemlich sicher, dass das nicht so gut ist. Irgendwie ist das Herz echt scheiße. Kann das sein? Das Herz ist ja total die Katastrophe. Ja,
Ja, da brauchen wir, und wir sind tot, da brauchen wir auf jeden Fall die Axt. Anders funktioniert das nicht. Oder wir müssen mal den Stein mitnehmen und gucken, was passiert, wenn wir den Stein halt benutzen, ne? Eventuell muss man das auch mal abchecken. Gut, dann nehmen wir jetzt mal die Axt wieder mit. Dann könnten wir die Höhlen der Angst vielleicht sogar wirklich schaffen. Wenn wir diese Axt halt haben, die 3 Schaden reinkloppt, können wir manchmal vielleicht dann wirklich Gegner schneller K.O. hauen, als sie uns viel Schaden machen. Okay, die hat uns jetzt alleine schon 4 Schaden gemacht, was ganz schön heftig war. Allerdings ist die gerade eben erst spät aufgetaucht. Aber dass hier jetzt gar kein Gegner ist, macht mir ein bisschen Angst, was jetzt in den nächsten Räumen passiert. Und ich glaube, dass in dem Raum, wo die 2 Spinnen sind und die 2 Fledermäuse, dass das noch nicht das Ende der Fahnenstange ist. Einfach irgendwie hoffen, dass wir hier jetzt schnell einmal nochmal... Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Okay, wir haben noch 3 Leben. Bitte jetzt komm. Also entweder wir sind jetzt gleich durch und haben es geschafft. Weil ich weiß nicht, wie das sonst noch anders gehen soll. Wir haben ja keine Möglichkeit, um uns zu upgraden. Die einzige Möglichkeit ist, dass wir immer weiter hervor... Okay, es gibt noch einen Boss. Wie viel Leben hat die? 15. Der Nackenwärmer. Okay, der hittet uns mit einem Hit und wir sind tot. Well, that's crazy. Fork. Er offenbart die Natur der Dinge. Wenn ein Ort fertig ist, erhält er einen Stern, wird härter und lässt bessere Schätze fallen. Ja, wenn man den dann noch irgendwie schaffen würde, wäre es ja super. Ja, dafür brauchen wir einen Stein, dafür haben wir viel Reichweite und können halt schon auf Reichweite viel Schaden machen. Vielleicht ist der Steinwurf auch hier die richtige... Plus 5 Schaden gegen Ätherfeinde. Eigentlich müsste der 6 Schaden pro Ding machen, weil Äther heißt doch Luft, also Fluggegner. Aber warum ist dahinter ein D? Ich muss ja nicht D drücken dafür. You see? Was können wir mit diesem Stein machen? Gehen wir einfach mal irgendwo hin und gucken wir mal, was dieser Stein macht. Wir haben den Stein jetzt in der Hand. Was passiert? Die Reise beginnt. Die stachelige Zunge tut ihm eigentlich leid. Och, wie süß! Das ist eigentlich gar kein Gegner. Wie süß ist der denn? Das tut ihm leid, dass wir dem wehtun. Das heißt, oh, das ist mega nice. Das ist mega nice. Deswegen auch das Archiv mit die Reise beginnt. Durch diesen Stein können wir sehen, was die Schwächen von den Gegnern sind und was die für Schaden machen. Der ist jetzt zum Beispiel vom Element Gift und nicht vom Element Äther und deswegen macht das dem nicht so viel Schaden. Das ist ja mega nice. Trotzdem werden wir jetzt in der Höhle hier nicht weit kommen. Ich werde das jetzt eigentlich nur einmal kurz machen und werde mich gleich verpieseln, wenn wir hier noch eine von diesen Spinnen gesehen haben, genau. Das ist ein Nagelklauer. Die ätzenden Höhlen sind teilweise mit einem schwefelhaltigen See gefüllt. Das schreckt die vielen gruseligen Kriecher, die das zu ihrem Unterschlupf machen, allerdings nicht ab. Schwäche Eis. Das ist schöne Scheiße. Schwäche Eis. Teerklumpen tropfen gelegentlich aus der Decke. Ein verrottetes Produkt der toten Baumwurzeln darüber. Ist ja gar nicht eklig, wa? So, dann haben wir hier aber alles soweit gefunden und können jetzt erstmal gehen. Und könnten jetzt eventuell nochmal in die Totholzschlucht, um da jetzt zu gucken. Kann ich den nicht auch in die Hand nehmen? Ja, 1A. Wir gehen nochmal in die Totholzschlucht, um da jetzt auch die Gegner uns nochmal anzugucken. Das Problem ist allerdings, man hat jetzt keine Datenbank. Also wir haben jetzt hier keine Datenbank, wo man sieht, was gegen Gegner irgendwie effektiv ist oder was deren Schwäche ist oder deren Angriff ist. Wir können das immer nur sehen, wenn wir es an diesem Zeitpunkt gegen sie einsetzen. Wenn wir dann den Stein dabei haben, dann funktioniert das. Riesige Moskito. Die Totholzschlucht wird durch einen breiten, dunklen und ruhigen Fluss geteilt. Das Flussufer ist von großen Insekten und toten Bäumen bevölkert. Okay. Das hat ganz gut geklappt. Alter, wie viel Holz kriegen wir denn da raus? Junge, Junge, Junge. Vielleicht ist es wirklich die einfachste Variante, wenn wir versuchen, viel auf Reichweite zu gehen bei diesen Fledermäusen. Wenn wir vielleicht sogar wirklich den Wurfstein mitnehmen und das Herz. Und dann aus der Ferne die ganze Zeit... Heilige Scheiße, hier werden wir auf jeden Fall jetzt wieder enden. Weil guck mal, alleine die hackt uns schon runter auf... Wie viel hat die gerade ausgehalten? Ja, Trefferpunkte 10, 3 Schaden. Der macht pro Angriff 3 Schaden. Die Totholzschlucht scheint in einem Wasserfall vor uns zu enden. Die Skarabäen, die hier schlafen, sind in einen Stein gehüllt und immun gegen Fernkampfwaffen. Das heißt, die kann man wirklich nur mit Nahkampfwaffen attackieren.
Aber ihr seht ja, das endet darin, dass die uns komplett hops nehmen. Schade, schade. Dann versuchen wir doch jetzt einfach mal, wenn wir auf den Steinwurf gehen und auf das Herz. Vielleicht muss man einen Nahkampfangriff sogar mit... Wir gehen nochmal in die Höhlen der Angst, weil eigentlich ist es jetzt nur die Möglichkeit, dass wir weiterkommen, indem wir in der Höhle der Angst gegen ihn wettern. Ja, und das klappt überhaupt nicht. Das hat gerade so beschissen geklappt, Freunde. Also, auf einer Skala war das gerade einfach nur Kacke. Ah, es ist echt schwierig hier jetzt zu wissen, wie man weitermachen muss, weil man halt sich nicht irgendwie aufleveln kann, sondern irgendwie es schaffen muss, in diesem ganzen Konstrukt weiterzukommen. Obwohl hier sah es jetzt aus, als ob es jetzt mega klappt. Vielleicht nicht das Herz, sondern... Will ich jetzt sterben? Damit ich meine Steine wieder bekomme? Ich glaube, ich will hier eher sterben, als dass ich jetzt zurückgehe. Oder ich gehe jetzt zurück. Dann habe ich 31 Steine. Ja, wir haben noch 2 Leben. Also wir werden den jetzt nicht plätten können. Was meinst du, wie viel Schaden er macht? Aber wir haben... Okay, okay. Ich glaube, ich habe jetzt eine Idee. Ich weiß nicht, ob da das Schwert gut ist, um immer einen Schaden kontinuierlich zu machen. Oder ob es eben gut ist, dass wir mit der Axt hart Schaden reinkloppen können. Alle paar Sekunden 3 Schaden. Weil dadurch machen wir die mit 7 Leben schon ziemlich flott K.O. Und durch die große Reichweite können wir jetzt auch einfach den abwerfen, ohne dass er uns Schaden macht. Vielleicht ist das die Variante, die man wählen muss. Aber dass es jetzt diesen Raum gibt, das ist so asozial, weil den gab es gerade eben nicht. Warum haben wir da jetzt nicht die 3 Schaden reingehauen? Jetzt sterben wir, bevor wir überhaupt in den Endraum kommen. Das gibt es doch nicht. Es ist so absolut wild. Irgendwie sieht es so aus, als ob es nicht immer die 3 Schaden so reinkloppen, wie ich hoffe. Gehen wir noch mal einmal kurz durch das Felsplateau. Ich finde es übrigens eigentlich ganz schön, dass wir im Felsplateau mal einfach ganz in Ruhe Steine sammeln können unter dem Mondschein, ohne dass uns irgendwas Böses entgegenspringt. So, das ist einfach immer so ein Ort, der hat auch keine Sterne, da kann man einfach Steine sammeln. Man hat einfach das Hobby, ich möchte Steine sammeln, jetzt werden Steine gesammelt. Ist einfach auch schön. Einfach mal eine Runde Steine sammeln. Auch einfach schön. Weil die müssen wir jetzt erstmal mitnehmen, um dann nochmal zu gucken, ob wir eventuell mit dem... Ich bezweifle es halt beinahe. Man muss jetzt schon echt lucky sein mit den Räumen. Aber ich glaube, da kommt es ja halt auch wirklich viel drauf an. Dass man Glück hat mit den Räumen. Weil guck mal, wir haben jetzt 6 Schaden bekommen durch den ersten Raum. Ist das wirklich so gut? Die 3 Schaden werden uns bei dem letzten Boss-Fledermaus-Vieh hier fehlen. Das sage ich jetzt schon. Definitiv. Weil alleine der Raum würde uns jetzt komplett hops nehmen. Guck mal, wie viel Schaden die machen. Ich komme an der schon jetzt nicht mehr vorbei. Mit einem Leben. Ja. Was meinst du, wie weit ich jetzt gegen die Boss-Fledermaus komme? Nicht so weit. Da bin ich jetzt einfach mal so offen und ehrlich. Das Einzige, was ich jetzt nicht verstehe, ich kann jetzt ja in die Items gehen. Habe ich gerade das... Sieht dich als riesigen Milchshake. Freunde, ich habe jetzt, glaube ich, gerade erst verstanden, wie man dieses Spiel spielen muss. Boah, bin ich dumm. Boah, bin ich ein Idiot. Heilige Scheiße. Sagen wir, ich möchte nicht darüber reden. Aber Freunde, auch ein blindes Huhn findet man Korn und so, ne? Ihr kennt die Geschichte. Das Ding ist, du kannst bei jedem Raum neu entscheiden, welche Items du jetzt gerade in der Hand haben möchtest.
Und das ist eine unfassbar große Advantage. Ja, ich glaube, ich will es so versuchen. Scheiße, ich habe so früh die Axt eingesetzt. Jetzt haben wir wieder nur zwei Leben. Wir werden gegen diese Boss-Fledermaus noch nicht gegen ankommen. Man muss hier wirklich sehr pfiffig seine ganzen Items einsetzen, die man hat. Weil den Schlüssel werden wir bestimmt erst finden, wenn wir Bronzetor. Den Schlüssel werden wir erst finden. Was ist das denn? Eine To-Do? Habe ich gerade eine To-Do-Liste gefunden? Was habe ich da gerade gefunden? Leute? Ich habe doch irgendwas gefunden. Du hast keinen Schlüssel. Ja, das ist mir bewusst. Items? Ich habe aber auch kein anderes Item bekommen. Was haben wir da gerade gefunden? Das ist hier einfach so rausgeploppt. Weil da so ein Stein offen war. Das ist ja komisch. Und warum können wir eigentlich den Totholzfluss öfter überqueren? Moment mal. Was passiert, wenn wir den Stein der Offenbarung mitnehmen und dann den Totholzfluss überqueren? Sagt er dann eventuell was zu diesem komischen Kraken, der da ist? Man muss ja bei solchen RPG-Spielen immer so alles hinterfragen, was man sieht. Das ist eine Sache, die ich mich gerade frage. Aber der hat ja gerade eigentlich gar kein Item in der Hand, ne? Jetzt kommt auch wieder gerade kein Kraken raus. Ja, wir können hier aber auch nichts anklicken. Der geht jetzt nur wieder hier zum Tor. Und dann können wir das später untersuchen. Mann, bin ich gespannt, was dieses To-Do heißt oder irgendwas muss es bedeuten, Freunde. Ich weiß auch nicht, was passiert, wenn wir Erntesteine von Felsbrocken. Wenn wir das mal mitnehmen und dann sagen, wir gehen ins Felsplateau. Weil eigentlich müssten wir jetzt ganz am Ende, da ist ja dieser eine Stein. Vielleicht können wir da eine Truhe rausholen und eventuell ist da sogar der Schlüssel drin. Weil es wirkt gerade so ein bisschen so, als ob wir so langsam auf so stagniert sind bei unserem Level und jetzt erst wieder irgendwie in das Bronzetor kommen müssen oder es irgendwie schaffen müssen, die ganzen Gegner zu besiegen, um weiterzukommen. Und da fehlt mir jetzt gerade noch so der perfekte Ansatzpunkt, wie wir da weiterkommen. Und eventuell muss ich halt meine Schaufel jetzt da einsetzen, damit wir da irgendwas finden. Jawohl. Steine. Her damit. Zick, 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 zick. Sind da viele Steine drin? Junge. Und da ist irgendwas drin gewesen. Ein Metallklumpen. Wirklich, out of all things. Out of all things. I get a Metallklumpen. Well, I love it. Anscheinend brauchte ich diesen Metallklumpen noch, denn dieser Metallklumpen besteht aus einem großen Stück Metall. Großartig. Und wir können jetzt endlich, thank goodness, einen Schmiedehammer herstellen. Und jetzt wird es wahrscheinlich einfacher. Gott, ich hätte nur diesen einen Berg da abbauen müssen. Denn jetzt wird es einfacher mit einem Schmiedehammer, indem wir einen Amboss erstellen. Indem wir die drei Metallstücke, die wir gefunden haben, das ist genau das, was ich gesagt habe. Wir finden einen Amboss oder wir bauen einen. Dadurch haben wir jetzt einen Amboss und können unsere Sachen wahrscheinlich aufwerten mit Dingen, die wir holen, um mehr Schaden zu machen. Und das ist jetzt so das ganze Ding, was man jetzt durchspielen muss. Items aufrüsten, so funktioniert das. Zum Beispiel können wir jetzt ein Schwert hinzufügen und noch ein Schwert. Und mit den zwei Schwertern, deswegen haben wir die auch zweimal bekommen, haben wir jetzt einen Handwerker, haben ein besseres Schwert bekommen mit drei Schaden. Und wir können jetzt auch sogar das Herz damit rein fusionieren. Das funktioniert nicht. Aber hey, es war eine Idee. Krass, das heißt, wir haben jetzt ein Schwert mit einem Stern. Das heißt, ich würde jetzt mal versuchen,
Gehen wir jetzt nochmal in die Höhlen der Angst. Mal gucken, wie weit wir kommen. Weil wir müssten mit dem Schwert jetzt eigentlich echt ziemlich reinknüppeln. Zudem, wenn wir dann unsere Axt gut einsetzen. Wir haben der minus ein... Die hat minus ein Leben gehabt. Die hat gerade gut auf den Sack gekriegt. Die One-Hitten wir jetzt. War damals auch ein Problem. Jetzt können wir die großen Spinnen sogar von den One-Hitten. Das läuft ziemlich geil. 14 Leben noch. Die macht allerdings, ich weiß nicht, ob die 5 Schaden oder 3 Schaden gemacht hat. Wir müssen der jetzt richtig gut Schaden reinhauen. Und ich weiß nicht, ob wir da jetzt besser schmeißen sollten. Ne, wir nehmen die 3 Schaden mit. Come on, come on, come on. This is the one. Wir machen den platt, wir machen den platt. Ja, Mann. Zum Ende der Folge noch einen bescheidenen Schatz mitgenommen. Mega geil. Höhlen der Angst abgeschlossen. Auf geht's, ab geht's. Damit sind wir jetzt auch auf Sternrang 2 bei Höhlen der Angst. Und können die Truhe öffnen und finden. Noch ein Schwert. Heißt das, wir können jetzt unser... Moment. Ich glaube, ich weiß jetzt, was jetzt passiert. Wir packen 2 Schwerter rein, damit wir zweimal ein Schwert Stufe Stern 1 haben. Und wenn wir davon 2 zusammenpacken, haben wir ein Schwert Stufe Stern 2 und machen 4 Schaden. Das sind 6 Schaden pro Sekunde. Ich fange an zu heulen. Freunde, wir rasten komplett aus. Ich sag's euch. Jetzt sind wir an diesem Punkt... Okay, irgendwie ist das hier jetzt noch nicht angekommen, dass wir das Item bekommen haben. Kann das sein? Excuse me? Ah, jetzt angekommen. Das heißt, wir machen jetzt auf jeden Fall mega Schaden. Und ab jetzt, Freunde, geht's richtig ab. Wenn's euch bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Part wieder. Bis dann, euer Brian. Tüdelü mit Ü. Brrr.